Ich weiß, das Video werden auch einige Leute sehen, die mich nicht kennen. Alter. Das muss mal geölt werden, oder? Wie eure Mutter. Warum zur Hölle habe ich... Egal, also, lebt euch zurück und euch, heftig Dreck ist wieder hier und eure Mütter sind... Heute ist es tatsächlich soweit, Kilian lächelt mich schon an, aka Tanzverbot, wisst ihr, weil der heißt auch Kilian, ich halt schon meine Fresse. Ich spiele tatsächlich FIFA, es darf nicht, weil wir starten es einfach direkt. Ich habe diesen Vorabzugang und jetzt muss ich einen PS5-Controller. Ich f*** doch mein Leben. Ich habe auf Instagram diese Story hier, guck, oh mein, diese Story hier gepostet. Ich nehme jetzt ein FIFA-Video auf, tatsächlich. Und die Reaktionen waren gemischt, sehr... durchwachsen, würde ich sagen, aber nicht abgeneigt. Für alle, die fragen, ob ich FIFA-Erfahrung habe, ich habe Bilder gefunden in meinem alten Verlauf von FIFA 14. Da hieß ich Haptic Dash und Kempf war der Spieler, den ich gezogen habe. Und dann habe ich noch ein Bild von einem Adventskalender aus irgendeinem Grund. Dann von meinem Ultimate Team, was eigentlich ganz cool aussah. Ich kenne keinen dort. Dann gab es mal diese WM- oder EM-Version und ich habe Baba gezogen. Und jetzt jumpen wir einfach rein in die verdammte Scheiße, Alter. Skii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 
Kann man eigentlich Donnarumma durch einen Stürmer auswechseln? Ja, kann man, perfekt. Naja, Di Maria soll ins Tor, da gehört er hin. Okay, Leute, jetzt werde ich versuchen, richtig ernst zu... Oh! Komm, wir müssen mal ein richtig schönes Tor machen. So, zack, kontrolliert. Habt ihr das gesehen? Okay, ich hab so. Und jetzt kommt die berühmte Pfeffermühle und er wird reingepfeffert. Das war der ekligste Schuss aller Zeiten, Alter. Das war der Pfefferschuss. Komm, mach irgendwas. Was ist das? Was ist das denn? Was macht der? Was macht... Messi mit einer 30 ist so weird, Digga. Er freut sich hier so. Und echt ist er der traurigste Mensch aller Zeiten. Der schlimmste Wechsel, den er jemals hätte machen können. In dieser Begegnung, vor allem was den Ballbesitz angeht. Was war das denn? So kann es jetzt mal vorbei sein. Das erste Drecks-Drecks-Game. Game. Stell dich vor, ihr spielt Weekend. Doppelgrätsche. Guck mal, eine Grätsche und der andere dachte sich rein, da Bruder. Kommen wir jetzt endlich ins Menü rein. Ja, let's go. Oh, krieg ich Packs? Mach ich mein erstes Pack-Opening? Naja, was geht, Bruder? Es muss synchronisiert werden, wie ihr mich kennt. Habibi! Oh, es geht los. Muss man so Chemie-Scheiße aufbauen, ne? Ich war nie gut in Chemie. Die Zwergmangusten sind ziemlich aktive Tiere, denen es schnell langweilig wird. Es ist ja so frech, man kann sich ja früheren Zugang sogar kaufen bei FIFA. Nicht nur ein besseres Team, sondern früheren Zugang. Und alle, die sagen, man kann sich auch so ein gutes Team aufbauen. Ja, aber mit Geld kann man sich schneller aufbauen. Es ist so hard pay to win, Digga, das gibt's doch nicht. Ach, scheiß drauf, Digga. 100 Euro reindrücken. Gibt's Team of the Week? Gibt's auch Team of the Day? Gibt's Team of the Hour? Team of the Minute? Okay, wir haben 12.000 Points und jetzt können wir die Goldpacks ziehen. Bruder. Warte mal, wo ist der fucking Unterschied? Ich muss irgendeinen FIFA-Typen anrufen. Hallo, Jim. Ey, yo, Ernie, Alter, was geht? Was geht? Ich spiele gerade FIFA, okay? Ja. Und ich habe natürlich, wie es sich gehört, direkt ohne ein Spiel zu spielen, 12.000 Points reingecashed. Ja. Und jetzt will ich Packs holen. Aber bevor ich welche hole, will ich wissen, welche die richtigen sind. Hier gibt's Premium Gold Vorschau-Pack und Premium Gold Pack. Wo ist der Unterschied? Bei dem Vorschau-Pack kannst du einmal in 24 Stunden quasi ein Vorschau-Pack öffnen. Ah, okay. Das geht einmal in 24 Stunden. Dann kannst du entscheiden, du nimmst das Pack mit oder nicht. Okay, ich sag dir, wenn ich was krass gezogen habe, ja? Ja, also nach der ersten, was Primex gezogen hat? Nein, was hat er gezogen? Der hat neun Moments, mittlere Icon gezogen. Also die teuerste Karte, die es momentan gibt. Digga, es darf doch nicht wahr sein. Wie viel hat er schon ausgegeben, aber vorher? Nicht viel, der hat schon erst gestartet. Ja, ich sag mein, Digga, was machst du, wenn ich jetzt auch so ein Icon ziehe? Digga, dann habt ihr alle euer Anfängerglück, Alter. Das kann doch nicht sein. Ich hab heute nur Scheiße gezogen. Also man überspringt ja eigentlich, ne? Aber ich will mal nicht überspringen. Kroatien? Naja, kenne ich nicht. Oh, Rakitic? Das ist gut. Oder den kannst du abstoßen, der ist nix wert, Alter. Rakitic. Ich hab keine Ahnung, Alter. Gott, Alter, ich hab gar nicht die Geduld, so viel Packs zu kaufen. Wirklich. Und wieder Trash. Türkei, Digga. Schmutz. Spaß, Spaß. Ah, schönen Deutschen. Ah, jetzt kommt was Krasses, oder? Wow. Also ehrlich, ich werde alles überspringen, es sei denn, es kommt was Heftiges. Falls nichts Heftiges kommt, dann wird der nächste Cut ohne Pack sein. Nichts gezogen. Ja, das war geil. Okay, so viele werden das sich jetzt anschauen und sich denken, was eine Hure sind. Aber ist mir egal, scheiß drauf, ich spiele einfach da. Okay, jetzt schauen wir mal, gegen was für Leute wir spielen. Das sind ja nur Leute mit diesem EA Plus. Ach Leute, es ist so komisch. Es fühlt sich bei mir immer langsam an. Dieses, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich würde unter Wasser spielen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendjemand muss mir einfach mal die Steuerung richtig beibringen. Oh, ich bin durch. Super Aktion. Let's go, Jim. Okay, was machen wir jetzt? Ha? So, und rein das Ding! Rein! Mann! Wie viele Leute kriegen gerade Krämpfe in ihren Händen, wenn die mich beim Spielen zuschauen sehen, aber ich provoziere gerne. Guck mal, gottlos hier unten. Ja, das ging noch, dieses Offensiv und so. So eklig. Saul, Wilfried Zaha. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Und er macht direkt Pause. Ich fick. Tja, was machst du jetzt, Bro? Hä? Was machst du jetzt? Oh. Das könnte was werden. Oh, schöner Pass. Lauf. Und baller ihn rein, Bruder. Let's go! Ultimate Team Tor. Das ist mein einziges Ziel gewesen. Einfach nur ein Tor. Ich mache diese eklige, kennt ihr das? Das ist so widerlich gewesen damals. Gibt's mittlerweile Mechaniken, um so Zeitspiel zu verhindern? Ich hoffe mal, ey. Chance zur Flanke jetzt. Flagge kommt ganz weit. Wilfried Zaha. Schön. Ich sag doch, Verteidiger-Legende. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung. Jam, was ist denn los gerade, Alter? Rennen, Bruder. Exzellentes Dribbling. Und rein da. Nein, Digga, was? Dusan Tadic. Nein. Oh.
Also tut mir leid, der Typ muss so trash sein. Man merkt, dass er so ein bisschen mehr spielt. Er macht einfach kein Tor, aber das geht in FIFA richtig häufig, oder? Dass man so irgendwie nicht ins Tor kommt, obwohl man gut ist. Und rein, rein, nein! Oh mein Gott, was für ein Monsterpass. Nein, Ecke, let's go. Die Ecke war trash. Abseits sein Uronkel. Da könnte sich was anbahnen jetzt. Abseits sein Uronkel. Hey, dann habe ich eigentlich eine rote Karte bekommen. Ich habe ein Tor kassiert. Egal, egal, ich muss was aufbauen. Ganz cool. So, 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 so. Und Bruder, Ballein rein. Bruder, Ballein rein. Ballein rein. Ah, was macht ihr da? Ja, erstes Game aber verloren, Alter. Ich grätsch mich selbst jetzt. Unten rechts, ich sehe es schon, Junge, ich sehe es schon. Ich fick mein Herz. Das war's. Egal, ein Tor, let's go. Applaus für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Tor ist wirklich zufrieden. Naja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Vielleicht werde ich in Zukunft zur Release mal nochmal FIFA machen und mich coachen lassen von irgendeinem FIFA-YouTuber oder so. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.